Dani, wir haben am Mittwoch spätabends noch eine Meldung veröffentlicht mit der Schlagzeile: Der Kapitän bleibt an Bord. Daniel Bayer lenkt das FCA-Schiff noch ein weiteres Jahr durch die Liga. Ist der FC Augsburg dein ganz persönliches Traumschiff? Ja, das kann man schon sagen. Also im Fußball auf jeden Fall, ist mein Verein geworden. Bin jetzt schon viele Jahre hier, habe viel miterlebt und das gibt man natürlich nicht so leicht auf. Und ich habe es immer gesagt, solange ich mich gut fühle und mir Spaß macht, möchte ich gerne auf dem Schiff draufbleiben, wie du so schön sagst. Und darauf haben wir uns jetzt nochmal verständigt. Es gab auch wunderbare Reaktionen im Netz, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Er ist wie ein guter Wein, desto älter er ist, umso besser wird er. Mein Sohn ist jetzt 6 Jahre alt, freue mich schon drauf, in ein paar Jahren mit ihm ins Stadion zu gehen und zu sagen: Schau mal, der Zehner da unten, der heißt wie wir, der war schon immer da und der wird immer hier bleiben. Oder verdientester Spieler in der gesamten Bundesliga, keiner, der so wichtig ist und war, nirgends. Respekt und danke, Mr. FCA, dass du noch ein Jahr dranhängst, soweit die Füße tragen. Einen, mein ganz persönlicher Favorit, weiß jetzt nur nicht genau, ob der jugendfrei ist. Darauf wird jetzt erstmal die Palme gewedelt. Daniel Bayer, du Maschine. Ja gut, schön sowas zu hören, also jetzt nicht den letzten Kommentar. Ich weiß, wie es gemeint ist, aber nee, schön sowas zu hören, dass man auch was zurückgeben kann und die Leute das auch anerkennen, was man hier tut. Und ja, freut mich, wie gesagt, dann auch solche positiven Rückmeldungen zu bekommen. Es ist ja nicht mehr ganz so einfach, so ein Legendenstatus. Fällt in deinem Zusammenhang übrigens auch oft dieses Wort Legende. Davon haben wir eigentlich bisher nur eine, Helmut Haller. So auf einer Ebene mit Helmut Haller genannt zu werden, was macht das mit dir? Was ist das für ein Gefühl? Ja, da macht man sich jetzt nicht so große Gedanken. Ist natürlich schön und positiv, klar, wenn du solche Kommentare liest oder hörst, wenn Leute so über dich denken und das, wie gesagt, anerkennen, was du in den letzten Jahren hier mit dem Verein geleistet hast. Und von daher mal schauen, ob es bei der einzigen Statue da draußen bleibt. Nein, Helmut Haller ist natürlich ein großer Name und verdienter Spieler und hat viel für die Region, für die Stadt, für den Verein getan. Und wie gesagt, da ist dann schon zu Recht auch eine Legende. Du bist zweitältester Spieler im Kader, hattest Glück, dass zu Saisonbeginn Stefan Lichtsteiner noch dazu kam, der ein paar Monate älter ist. Aber du läufst trotzdem wie ein Uhrwerk. Wie machst du das und was muss man täglich dafür tun, dass das ja so gut läuft in diesem Alter und man auf diesem Niveau noch so gut mithalten kann? Ja, die Kabine, die hält mich jung, sage ich gern. Es macht Spaß, mit den Jungen zusammen zu sein, auf dem Trainingsplatz zu sein. Da denkt man jetzt nicht so viel über das Alter nach. Also klar ist da unterschiedliche Interessen manchmal. Es sind doch manchmal fast 20 Jahre Unterschied gefühlt. Und von daher, was ich persönlich mache, man achtet natürlich mehr auf seinen Körper. Also vor dem Training, nach dem Training schaut man, dass man ein bisschen was macht. Man liegt öfters auf der Massagebank. Und ich habe es auch schon mal gesagt, für mich ist der Schlaf ganz wichtig. Also ich brauche da meine gewisse Anzahl und so fühle ich mich ganz gut und so komme ich damit klar und so mache ich auch weiter. Neben deiner Familie hast du ja auch schon oft betont, deine zweite Heimat gefunden und auch vielleicht die zweite Liebe beim FC Augsburg. Wenn du so die Entwicklung, haben wir auch oft darüber gesprochen, der letzten 10 Jahre, die du hier bist, betrachtest, wie stolz bist du drauf, das so wirklich mitgeprägt zu haben? Ja, mega. Also wie gesagt, wenn du das von Anfang an miterlebst, wie sich alles entwickelt, allein jetzt schon wieder über den Winter hinweg, wie die Kabinen nochmal verändert worden sind, es wird immer größer, es kommt immer wieder was dazu. Wenn du den VIP-Raum siehst, wie der sich verändert hat, also das ist einfach nur Freude und man weiß einfach, wie es vorher war. Also manche Spieler kommen ja hierher, die finden das dann so vor und finden es schön und aber ich weiß oder manche wissen ja, wie es vorher alles war und wie sich das alles entwickelt hat in kleinen Schritten und immer peu à peu. Und das ist ja auch so die Philosophie, da keine größenwahnsinnigen Dinge zu machen, sondern immer nach und nach bodenständig das aufzubauen und das mitzuerleben, ja, macht auf jeden Fall stolz und jede Menge Spaß, da dabei zu sein. Denkst du überhaupt
schon ab und zu manchmal ans Aufhören oder ist da überhaupt noch kein Land in Sicht? Ich habe erst gelesen, in Japan in der zweiten Liga gibt es einen, der spielt noch mit 52 auf Profiniveau. Vermutlich wird es so lange nicht dauern bei dir, aber... Ja, das haben mir auch ein paar Jungs gesagt oder geschickt, dass es ungefähr mein Vorbild sein soll, aber das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich weiß schon, dass es jetzt noch überschaubar ist, wie lange es geht. Aber klar macht man sich Gedanken, habe ich mir auch gemacht, wie es dem Körper geht. Und die Frage habe ich mir eigentlich relativ schnell beantwortet, dass alles noch passt und ich dann auch noch Lust drauf habe, weiterzumachen. Und so war es jetzt auch. Und wie lange das dann so ist, das werden wir dann sehen. Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall nicht so lange wird wie der Japaner. Dass es schon überschaubar wird, wie lang es noch wird. Wenn es beim Kapitän passt, dann hoffen wir auch, dass es aktuell in der Mannschaft passt. Schauen wir noch auf das, was jetzt kommt. Die Vorbereitung in der Rückrunde war eigentlich relativ kurz, waren ein paar Tage im Trainingslager und jetzt ist schon die Woche vor dem Auftakt gegen Dortmund. Volles Haus, Samstag 15.30 Uhr gegen BVB. Letztes Jahr haben wir es hinbekommen, die zu schlagen zu Hause. Was muss da alles passen, damit wir da wieder, ja, vielleicht mit einem oder drei Punkten rausgehen? Ja, muss vieles passen, weil Dortmund auch gleich zeigen will in der Rückrunde, dass sie oben noch ein Wort mitreden wollen. Und wir wissen um die Qualität. Aber wie du es gerade gesagt hast, wir wissen auch, dass wir sie schlagen können. Gerade im letzten Heimspiel haben wir das alles reingeworfen mit 100% Einsatz, kämpferischen Leistungen, aber auch fußballerische Qualität dazugekommen, wunderschöne Tore erzielt. Und wenn wir das von Anfang an am Samstag zeigen, dann bin ich mir sicher, dass wir da auch wieder was mitnehmen können. Aber wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, das ist ganz klar. Und das werden wir am Samstag versuchen. Auf welchem Level oder auf welchem Stand siehst du euch jetzt nach dieser kurzen Vorbereitungsphase? Habt ihr es geschafft, diese sehr, sehr gute Leistung vor der Winterpause, die ihr gezeigt habt, diesen Lauf, diese Serie irgendwie zu kompensieren und mitzunehmen? Geht das überhaupt? Also wir haben auf jeden Fall gut gearbeitet im Trainingslager. Wir haben richtig viel Qualität drin gehabt, was mich freut. Wir haben so viele Jungs an Bord, die jetzt auch verletzt waren. Also es ist richtig was los auf dem Trainingsplatz. Das tut einer Mannschaft immer gut, wenn da auch ein Konkurrenzkampf dann da ist. Und natürlich sind wir mit viel Selbstvertrauen da aus der Vorrunde rausgegangen, aber wir müssen uns jetzt alles wieder neu erarbeiten. Wir müssen alles von Anfang an wieder neu bestätigen, neu zeigen und es wird nicht einfach. Und trotzdem gibt uns das ein gutes Gefühl, dass wir wissen, dass wir so eine Serie auch starten können, dass wir Spiele gewinnen können. Und dafür waren die letzten Wochen auf jeden Fall gut. Aber trotzdem fängt es am Samstag wieder fast von Null an, würde ich sagen. Ja. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, samstags 15.30 Uhr in der Bundesliga. Das war vor 10 Jahren, als du hierher gekommen bist, eigentlich undenkbar. Wir sind immer noch da und dürfen jetzt gegen BVB spielen zum Rückrundenauftakt. Wie sehr brennt das Feuer beim Capitano auf dieses Spiel und auf diese Rückrunde mit dem FCA? Ja, das war, wie du sagst, wirklich vor 10 Jahren undenkbar. Und wie wir aufgestiegen sind, war es auch undenkbar, dass wir jetzt 9 Jahre hintereinander gegen Dortmund ein Pflichtspiel haben in der Bundesliga. Also von daher brennen wir alle, denke ich, am Samstag auf dieses Spiel, weil wir wissen, es ist immer was Besonderes in der Bundesliga zu spielen, gerade gegen so einen hochkarätigen Gegner. Und von daher ja, könnte es jetzt schon losgehen. Jetzt haben wir noch 2, 3 Tage Zeit und dann müssen wir es am Samstag unten auf dem Platz zeigen, dass es wirklich was Besonderes ist. Wie gut bist du im Tippen? Gibt es zum Abschluss noch einen Ergebnistipp vom Kapitän? Ganz schlecht, wirklich. Also ich habe auch nie ein Gefühl, sind wir... Also was auch uns betrifft, sind wir gut drauf, gewinnen wir das Spiel. Ich habe da nie ein Gefühl dafür. Also von daher bin ich ein ganz schlechter Tipper. Ich würde am liebsten jetzt falsch tippen, dass es dann am Ende dann anders da kommt. Aber ich hoffe natürlich, dass wir ein positives Ergebnis mitnehmen. Wir werden alles dafür tun, ich und die Jungs. Und trotzdem leider keine Prognose da von mir. Trotzdem viel Erfolg, wir freuen uns auf das Spiel und natürlich auf ein weiteres Jahr mit Daniel Bayer beim FC Augsburg. Danke euch.